Guten Morgen, liebe Radfreunde. Nochmal ein letzter Blick auf Beskow und seinen Turm. Und jetzt werde ich gleich auf meinen Radweg fahren. Und wenn es dann ein bisschen ruhiger ist, dann erzähle ich euch was über den heutigen Tag. Hier am Ende des Ortes Beskow, bevor ich wieder auf Strecke gehe, nochmal die restaurierte Burg in Beskow. Dort hinten in dem Wald war der Campingplatz und da war es sehr schön ruhig heute Nacht. Tja, und jetzt geht es erstmal hier ein Stückchen weiter, um dann gleich rechts wegzugehen und große Richtung Cottbus. Ja, nochmal guten Morgen, liebe Radfreunde. Ich bin vom Campingplatz in Beskow, der positiv zu bewerten ist, wieder Richtung Stadt zurückgefahren, weil ich über die Spree musste und eine Brücke gab es in meiner Fahrrichtung zunächst erstmal nicht. Also wieder zurück auf den alten Fahrweg und dann war der erste Ort, hieß Kummerow. Also wir haben keinen Kummer, aber hier ist Kummerow. Und jetzt bin ich im nächsten Ort gelandet und der heißt, glaube ich, Spielberg. Und es geht jetzt Richtung eines Ortes, der heißt Friedland. Nicht das Friedland, was bei uns im Westen ist, sondern das Friedland hier drüben. Und von dort aus große Richtung Cottbus. Und wenn ich in Cottbus mir alles angeguckt habe, was sehenswert ist, dann fahre ich noch weiter bis nach Spremberg an den Stausee. Und da habe ich die große Auswahl, auf der einen Seite ein Campingplatz und auf der anderen Seite auch einer. Und dann habe ich wieder so meine 100 Kilometer plus minus gefahren. Dann müsste der Tag eigentlich wieder rund sein. Aber jetzt fangen wir ihn erstmal an. Und nachdem ich die ersten 8 Kilometer gefahren habe, bin ich warm gefahren. Jetzt kann es losgehen. Die Sonne scheint auch. Es ist kein Wölkchen am Himmel. Ja, hoffen wir mal, dass es so bleibt, ohne dass wir ins furchtbare Schwitzen kommen, was ja auch sein kann, wenn die Sonne keine Wolkenbedeckung dazwischen hat. Also dann bis später. Das ist die Burg in Friedland, dem Ort Friedland, und die heißt auch Burg Friedland. Gebaut 1301, also schon ein altes Schätzchen und wie man sieht auch ganz solide, dick gebaute Sachen bedürfen der Reparatur. Also hast du ein Haus, hast du eine Burg, du hast immer was zu tun. Und weiter geht's. Das ist wieder eine schöne Allee, diesmal bepflanzt mit Birken. Sieht auch nicht uninteressant aus. Und rechts jede Menge Mais in riesigen Feldern angebaut, weil der letzte Bauer, der hatte eine große Biogasanlage. Die will ja auch gefüttert werden, statt das für die Viecher, für Kühe und Konsorten überzulassen. Aber gut, jeder so, wie er das meint, wirtschaftlich vertreten zu können. Und jetzt das erste Schild, was auch die Begriffe in sorbischer Sprache bringt. Aber nach Peitz will ich auf der Tour Brandenburg noch nicht, denn erstmal kommt Cottbus dran und das dürften noch so 20 Kilometer sein. Etwas über 30 habe ich jetzt schon. Es ist 10 nach 10 und man kann die Kumulanten da oben am Himmel schon zählen. Es werden mehr. Aber im Augenblick Rückenwind und das hilft natürlich auch. Weiter geht's. Das ist jetzt die Reichertskreuzer Heide.
Der Name ist ein bisschen kompliziert, aber dafür ist es hier umso schöner. Hier kann man noch mal sehr deutlich sehen, wie die Heide hier aussieht nach ein paar Jahrzehnten, wo die Birken sich breit gemacht haben. Eben der Anfang der Heide, da war es noch wenig. Hier ist es viel und hier kommt dann auch schon die Kiefern dazwischen. Jetzt bin ich in dem kleinen Ort Tauer, der wohl schon zu Cottbus dazugehört. Und ich muss sagen, die haben ein schickes Feuerwehrhaus. 1913 gebaut. Na denn. Gehen wir mal die letzten 10 Kilometer bis Cottbus an und dann machen wir eine Mittagspause. Normalerweise mache ich die immer nach plus minus 50 Kilometern, aber jetzt bin ich schon über 60. Ja, der Wald hat mich so lange aufgehalten. Auf geht's und gleich hier wieder von dieser Rammelstraße ab nach links. Dann bin ich wieder alleine. Im Hintergrund kann man jetzt schon das große Braunkohlenkraftwerk von Cottbus sehen. Das hat 2, 4, 6, 8, 9 Türme, Kühltürme. Davon sind aber 5 nur im Einsatz. Jetzt sieht man im Hintergrund deutlicher das große Kraftwerk von Cottbus. Imposanter sieht das natürlich noch aus in meiner Erinnerung, als ich hier in der Nähe mal Segelfliegen war in Bronco und habe als Wendepunkt über dem Kraftwerk hier in 1700 Meter gehangen. Und da waren die alle noch am Dampfen, sämtliche Kraftwerke. Das scheinen die jetzt reduziert zu haben aufgrund unserer Energiewende. Aber weiter geht's zum Zentrum von Cottbus. Da will ich ein riesiges Seengebiet ist dadurch entstanden, dass hier seit Jahrzehnten schon Braunkohle gefördert wird, um in dem Kraftwerk verheizt zu werden. Und ich befinde mich jetzt hier auf einem schmalen Strich links und rechts. Das kann man nur hier wegen der Bäume nicht sehen. Es sind riesige Teiche und das ist quasi wie so ein Damm, auf dem man jetzt hier fährt. Es ist schon auf der Karte noch besser zu erkennen. Das ist die sogenannte Mausmühle. Warum die so heißt, weiß ich nicht. Aber hier geht quasi neben den Teichen ein Kanal, in dem man das Wasser so geführt hat, dass das Wasserrad gedreht werden kann. Und da drin scheint eine Mühle zu sein. Aber fahren wir mal weiter. Ich habe Hunger. Ich muss sehen, dass ich was für eine Zähne kriege. GoPro-Aufnahme stoppen. 3 Kilometer vor Cottbus bin ich wieder an der Spree, die aber hier relativ sauber ist. Und nun bin ich in Cottbus. Ich dachte, das ist genau die Hälfte von meinem Tagessoll, was ich mir gesetzt habe, bis Spremberg. Ich stelle aber fest, es sind keine 50, sondern es sind schon 74 Kilometer geworden. Aber jetzt habe ich richtig Hunger. Die letzten Kilometer bis ins Stadtzentrum von Cottbus fahre ich jetzt auf einem Sicherheitsdamm für Hochwasser, weil links die Spree vielleicht tatsächlich mal so hoch geht, dass der notwendig wurde. Sieht aber lustig aus, hier so hoch oben auf der Krone zu fahren. Darf man aber nicht links oder rechts sich verlenken. Dann gibt es ein klein wenig Remi-Demi.
nachdem ich jetzt den St. Nikolai-Dom von innen gesehen habe, bin ich noch mal zum Altmarkt gefahren. Die Häuser haben sie hier alle wieder ganz schön fit gemacht. Keine Frage. Ein großer Platz. Und da das eine Universitätsstadt ist, ist auch natürlich entsprechend Leben da. Das ist der Spremberger Turm. Und ich werde jetzt hier gleich mal rüber zu dem Altmarkt. Alte Stadtmauerteil. Ein Teil der alten Stadtmauer wieder. Mit Tor. Auch das ist die Spree in Cottbus. Die Wilhelmsmühle und das Elektrizitätswerk. Alt hergerichtet, aber wieder topfit gemacht. Die Wegweisung im Heftchen von den Österreichern über die Tour Brandenburg enthält zwischen Cottbus und Spremberg einen sogenannten Off-Grid-Teil. Ich habe festgestellt, ich habe ihn ja jetzt hinter mir, dass das Fahren auf dem Hochwasserdamm ist, auf dem ich jetzt gerade wieder fahre. Ganz einwandfrei zu befahren und müsste gar kein Off-Grid sein, wollte ich nur jedem sagen, der hier dann nachahmenderweise auch fahren möchte. Und da ist wieder die Spree. Guten Morgen, liebe Radfreunde. Heute ist der 9. Fahrtag, den wir mit einem leichten Regentröpfeln beginnen mussten. Und als ich das auf dem Zelt hörte um 5:30, da wurde ich natürlich sehr schnell. Da habe ich mich kurz zum Waschen begeben, Zähne putzen, nix wie hin, alles einpacken und dann nach dem Motto, kann es regnen, so viel wie es will. Da hörte es auf und tröpfelte nur hin und wieder. Und dann bin ich halt bis Spremberg gefahren, weil ich nördlich von Spremberg auf dem Campingplatz war. Und dort habe ich ein leckeres Brötchen mit einem Kaffee genossen. Und jetzt bin ich auf Achse hier auf einem ornithologischen Lehrpfad. Ich habe nur noch keine Schilder gefunden, was eben gelehrt wird. Wie dem auch sei, ich fahre jetzt weiter südlich, aber fahre quasi nordwestlich von der Schwarzen Pumpe, das zweite große Kraftwerksgebiet der ehemaligen DDR, vorbei. Und biege dann bei Welzow langsam ab und mache dann eine westliche Richtung auf. Es wird heute wieder so um die 110 Kilometer werden, bis nach, wie heißt der Ort, habe ich schon wieder vergessen. Zeischa heißt der Ort bei Bad Liebenwerda. Ja, das kann ja auch keiner behalten.
wie dem auch sei, deshalb habe ich es mir ja aufgeschrieben und ich melde mich dann von unterwegs. Jetzt fahren wir erstmal, die ersten 20 Kilometer haben wir ja schon, aber es kommen ja noch einige. Also denn, ja, hier südlich von Spremberg haben sie einen großen Haufen Erde auf dem Fahrradweg gemacht, dass man also nicht mehr fahren soll, aber kein Hinweis darauf, warum und wie es denn nun weitergehen soll. Und dann bin ich trotzdem darüber her und siehe da, hier ist nichts, was man machen kann. Hier bauen sie an einer ICE-Strecke. Ja, und darunter und wieder rauf, vergess es, das kann man nicht. Da ganz hinten, wo die Dampfwolke hochgeht, das sind die Kühltürme von Sprengberg. Und von da aus nach links, hier von hier gesehen, ging mein Radweg und auf einmal, peng, war er zu Ende. Ohne Erklärung. Ja, jetzt weiß ich's. Ich bin also jetzt 10 Kilometer drumherum gefahren. Ein Riesengebiet für Braunkohleabbau. So lange wie man noch kann. Tja. Wenigstens hätte man schreiben können, warum der Weg zu Ende, der Radweg zu Ende ist und wie man nun alternativ fahren soll. Egal. Nun haben wir unseren Weg wiedergefunden und geht's weiter. Hier wird nochmal auf der Karte deutlich, was hier die Situation war. Ich kam aus Spremberg und hier sollte ich durch den Tagebau durch und da war Feierabend. Hier ist Schluss. Ja, ohne Erklärung. Und dann bin ich ganz hier drumrum. Jetzt bin ich in Prochim und jetzt geht's hier unten weiter noch 17 Kilometer nach, wie heißt der Ort? Senftenberg. Naja, dürften ein paar mehr werden, weil hier unten geht es lang. Aber jetzt bin ich wenigstens wieder auf kontrollierter Fläche. Da müsste man sich auch mal drum kümmern, dass die keine Erläuterung dahin machen, einfach zumachen, fertig. Und sieh zu, wo du bleibst. Endlich wieder eine schöne Runway für Fahrradfahrer. Und der nächste Ort ist Geierswalde. Auf dem Weg nach Senftenberg, was man natürlich auch abkürzen kann, wenn man will. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja die Tour nachfahren, die man uns empfohlen hat als große Brandenburger Rundtour. Also weiter geht's, obwohl das Wetter ist heute nicht so ganz toll. Aber solange wie es nicht regnet und kein starker Wind ist, ist die Welt in Ordnung. Können wir mit leben. Weiter geht's. Hier kann man mal wieder sehen, was in jahrzehntelangem Abbau alles an Wasserfläche hinzugekommen ist. Und hier ist ein Stichkanal, den sie gemacht haben zwischen den Seen. Denn auf der linken Seite ist noch so ein großes Ding. Alles in der Nähe von Spremberg. Weiter geht's. Unglaublich, was hier im Laufe der Jahrzehnte schon rausgeholt wurde. Und das ist ja nur einer von vielen Seen. So sieht nach dem Ausblühen der Ginster aus. Hier sehr viel davon. Tja, der Geierswalder See ist hier vorne und nach Senftenberg will ich jetzt auf der Tour Brandenburg.
Und da ist schon wieder der nächste Campingplatz. Immer wenn man sie sucht, findet man sie nicht. Und wenn man keine braucht, dann kommen dann 3, 4 einem entgegen. So ist das Schicksal. Auf dieser Karte kann man nochmal sehr deutlich sehen, wie hier alles gebuddelt wurde. Da ist Spremberg. Und hier sind die vielen Seen, durch die ich gerade fahre. Hier. So, Geierswalde. Und da ist Senftenberg. Auf diesem Weg hier geht es jetzt nach Senftenberg und das ist der Senftenberger See. Und ganz da hinten im Hintergrund, das ist aber für die GoPro nicht zu sehen, ist schon der nächste Bagger in einem Loch, in dem noch aktiv Kohle rausgeholt wird. Und hier geht es jetzt weiter, noch 7 Kilometer bis Senftenberg. Tja, man hat was draus gemacht. Strandhotel mit Zimmern mit Seeblick. Was will man mehr? Das ist Senftenberg. Den Senftenberger Seebereich habe ich jetzt hinter mir und konnte sehen, dass also ganz erheblich in die touristische Infrastruktur investiert wurde, um den Riesensee, zumindest diesen einen, attraktiv zu machen und wieder mit neuem Inhalt zu versehen. Das ist in Ordnung. Und jetzt sind wir auf dem Wege nach Schwarzheide, 12 Kilometer. Jetzt bin ich durch Schwarzheide durch, das im Vergleich zu allem, was ich bisher hier in Brandenburg und Umgebung gesehen habe, ganz typisch industriell geprägt ist von Chemie und ähnlich schweren Waffen. Aber nun bin ich wieder durch zwischen Schwarzheide und Lauchhammer. Da ist wieder schöner Asphalt, Ruhe und Natur. Und wieder eine schöne Eichenallee. Nur für Radfahrer und landwirtschaftlichen Betrieb. Jetzt bin ich an der Schwarzen Elster, aber der Fluss, den haben sie also gelegt wie ein Kanal. Gerade wie mit dem Lineal gezogen. Naja, weiter geht's. Ein Wanderzirkus scheint mir. Grünekutsche.de und die Fohlen, die laufen einfach mit. Niedlich. Ja, die wollen noch lange. Die haben ja im letzten Wagen haben die ja auch einen Ofen. Ja, das war ein Tag runter. Da kommen wir eher mit dem Auto. Bis nach Bad Liebenwerda, da in der Gegend, wo der Campingplatz ist, den ich heute aufsuchen will, noch 21 Kilometer. Okay, und auf dem Wege in Elsterwerda eine Bockwindmühle. Auch schön, auf geht's entlang der Schwarzen Elster weiter. Geradeaus wie mit dem Lineal gezogen. Jetzt bin ich in Elsterwerda. Und siehe da, hier ist eine Bockwindmühle. Das habe ich eben schon gelesen, aber sie ist noch halbwegs gut in Schuss. Bockwindmühle kenne ich aus dem Holländischen. Das ist auf einer Achse
aufgelegt und nur seitlich gestützt und die kann dann unten an einem langen Hebel, den man hoffentlich sieht, in den Wind gestellt werden, sodass sie sich adjustiert ins Optimum des Windes. Ja, liebe Radfreunde, und schon ist wieder ein Fahrtag beendet mit schönem Wetter, was zwar mit Regentröpfeln anfing und zu einem gewissen Alarmstart bei mir führte, aber ich habe dann im Spremberg ein sehr leckeres Frühstück bekommen, ein schönes Baguette belegt mit Ei und Tomate und mit Käse und einen großen Kaffee dazu. So gut hätte ich es mir selber am Zelt nicht machen können. Also da fing der Tag schon mal prima an. In Spremberg war nicht viel zu gewinnen, wie ich ja schon gesagt hatte. Also bin ich mal fleißig gefahren und musste dann natürlich sehen, wo bleibe ich denn auf welchem Campingplatz. Und da habe ich mir ausgesucht einen Campingplatz in Haida. Ich blende das mal ein. An diesem See da kann das sein, aber ist das hier nicht. Und zwar liegt das zwischen Elsterwerda und Bad Liebenwerda und ist ein sogenanntes privates Ferienparadies. Ich habe gedacht, fährst du mal vorbei, guckst du mal. Und ich muss sagen, das ist das Schönste an Unterkunft, was ich bisher gehabt habe auf dieser Tour. Das ist nicht kommerziell und trotz alledem lebt er davon. Er hat immer nur so 30 Personen hier in seinen Hütten und dann den ein oder anderen Campingwagen oder Campmobil und sowas. Und ich mit meinem Zelt bin der Einzige, die Mischung macht's. Und er hat einen Swimmingpool für die Leute. Und es ist alles da, du fühlst dich richtig wohl, muss ich sagen. Also, Entschuldigung, in dem Heftchen von Bikeline über die Brandenburg-Tour ist der Campingplatz in Haida wirklich sehr zu empfehlen. So, und jetzt wollen wir mal sehen. Morgen ist auch noch wieder ein Tag. Es sind noch 250 Kilometer zu vernichten. Dann bin ich wieder in Brandenburg und werde dann wieder mit viel Umsteigen mit dem Zug zurück nach Kassel fahren. Aber da denke ich jetzt noch nicht dran. Jetzt werde ich mir erstmal meine Nudelsuppe kochen. Denn außer Durst hat man auch ein bisschen was Hunger. Und dem werde ich jetzt nachgehen und dann sehen wir uns morgen zum 10. Tag wieder. Bis dann. Tschüss. Tja, und da steht mein einsames Zelt.